Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Gesundheitsminister beraten über Arzneimittelversorgung. Thema sind die aktuellen Lieferengpässe. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff fordert, Vorräte anzulegen von Grundstoffen und Chemikalien, um wichtige Medikamente in der EU herzustellen. Viele Arzneiwirkstoffe werden derzeit in Asien produziert. Laschet fordert Rücknahme weiterer Beschränkungen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sagte der Rheinischen Post, die Quarantänemaßnahmen für Rückkehrer aus anderen europäischen Ländern sollten gelockert werden. Derzeit müssen Einreisende aus dem Ausland 2 Wochen in Quarantäne. Ausnahmen gelten für Berufspendler mit Sondergenehmigung. Weltgesundheitsorganisation warnt vor 2. Ansteckungswelle. Der Leiter für Gesundheitsnotfälle Ryan sagte, die Lockerungen in zahlreichen Staaten seien zwar ein Zeichen der Hoffnung, man müsse aber in der Lage sein, Ansteckungsherde schnell auszumachen. Sonst drohe ein rasanter Neuanstieg an Corona-Fällen. Maskenpflicht für Mitarbeiter im Weißen Haus. Wie Präsident Trump mitteilte, wurde die Vorschrift erlassen, nachdem 2 Corona-Infektionen bei US-Regierungsmitarbeitern bekannt geworden waren. Er selbst werde aber keine Maske tragen, weil er niemandem nahe komme, so Trump. Vettel verlässt Ferrari. Der Vertrag des 4-maligen Formel-1-Weltmeisters läuft zum Jahresende aus. Der 32-Jährige war 2015 von Red Bull zu Ferrari gewechselt, hat mit dem Team aber keine weiteren WM-Titel gewonnen. Das Wetter heute in der Nordhälfte bei lebhaftem Wind, ein Wechsel aus Sonne und Schauern. Zwischen Mai und Donau oft Sonnenschein, in Alpennähe wolkig, Höchstwerte 8 bis 16 Grad.